Moin Checkerfreunde! Morgen! Neue Location! Richtig! Weilerstadt! Was machen wir heute? Wir machen ein seit langem mal wieder gemeinsam Video. Genau! Mario und ich. Und zwar teilen wir es heute auf. Mario, du machst heute? Ja, ich mache ein kleines Review zu auch meinem Fiesta ST nach 4 Jahren. 53.000 Kilometer. Was stand an? Was hat er gekostet? Was gab es für Probleme? Einfach damit ihr wisst, auf was ihr achtet, weil die sind gerade sehr gefragt. Genau. Und ja, gehen wir das ganze Ding durch, zeigen wir ein paar Stärken und Schwächen. Richtig. Und du machst dann noch den Part, weil es hat da drin. Genau, Thema Leistungssteigerung. Wir haben einen Vergleich auch zum Nachfolgemodell, da kommen wir aber nachher dann im Video dazu. Ja. Es geht einfach darum, die letzten 30.000 Kilometer ist Mario mit diesem Fahrzeug unterwegs gewesen, in dem Fall leistungsgesteigert, aber dazu nachher mehr im Video. Ja, jetzt machen wir ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Legen wir los. Legen wir los. Also bis gleich. Bis gleich. Ja, wie ihr im Intro schon mitbekommen habt, geht es jetzt um dieses Fahrzeug hier, und zwar Ford Fiesta ST, in dem Fall MK7. Aber zuerst möchte ich mal kurz auf das Thema eingehen mit dem Thema Leistungssteigerung ist schädlich, was ja eine Thematik ist, die oft in den Raum gestellt wird. Und so ein Fahrzeug wie dieses hier ist einfach das Beispiel dafür, dass es nicht so ist. Ja. Jeder hat gesagt, in diesem Fahrzeug über 400 Newtonmeter, das geht nicht, das hält nicht lange, das kann nicht lange halten. In der Zwischenzeit ist der Mario mit diesem Auto über 30.000 Kilometer gefahren und hat keinerlei Sachen tauschen müssen oder reparieren müssen, die in irgendeiner Art und Weise mit der Software zu tun hatten. Lediglich Verschleißteile wie Bremsen, wie ein Federpuffer hinten an der Hinterachse, also Kleinigkeiten. Es ist einfach so, wenn man es richtig macht, die Fehlerklassen anlässt, die ganze Sensorik und so weiter lässt, nicht irgendwelche Temperaturkennfelder hoch oder runter schreibt oder was auch immer, dann ist es so, dass bevor irgendwas kaputt geht, das Fahrzeug in Notlauf geht. Ja? Und wenn man so ein Fahrzeug auf dem Prüfstand abstimmt und man die Grenzen einhält, das sieht man auf dem Prüfstand ganz klar, wo ist mein Limit, wann fängt die Kupplung an zu rutschen, was macht der Turbolader, dann ist es so, dass es einfach haltbar ist. Und so ist das auch hier der Fall. Deswegen nochmal der Hinweis an euch, Software schädlich? Nein. Dass natürlich eine Software Bauteile mehr beansprucht, das ist klar. Das brauchen wir nicht von uns weisen. Wenn jetzt jemand hingeht und jeden Tag die volle Leistung voll abruft, das Auto nicht richtig warm fährt, dass da früher was kaputt geht oder kaputt gehen kann, das ist ganz klar. Aber meistens ist es so, dass diese Bauteile so oder so irgendwann kaputt gehen, das muss man einfach mal so sagen. Ob jetzt ein Turbolader bei 150.000 Kilometer kaputt geht oder wegen der Software bei 130 kaputt gegangen wäre, er so oder so. Das muss man einfach mal ganz klar und offen sagen, weil viele gehen da hin und reden da immer um den heißen Brei. Ich sage, eine Software, wenn sie richtig gemacht ist, ist sie nicht schädlich. Kommen wir hier kurz zu den Daten. Wir haben Eingangsmessung gemessen, 306 Newtonmeter und 207 PS. Wohlgemerkt, das heißt, wir lagen schon 7 PS und knapp 12 Newtonmeter über, Serie. Weil die Werksangabe sind 182 PS und 240 Newtonmeter, aber im Overboost sind die Werksangaben 200 PS und 290 Newtonmeter. Gemessen wurde 306 Newtonmeter und 207 PS. Das heißt, wir hatten da schon ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen mehr Drehmoment. Nach dem Eingriff in die Elektronik, also ein Steuergerät, bei diesem Fahrzeug mittels OBD möglich, lagen wir gemessen bei knapp 221 PS und ich bin der Meinung 403 Newtonmeter, 402,7 genauer gesagt. Und dieses Auto hat das seit 30.000 Kilometer in sich. Keine neue Kupplung und der Mario ist einer, der fährt immer schön Vollgas. Nein. Ja, nein. Manchmal auch, wenn er noch nicht ganz warm ist. Also er fährt schon gut warm, aber wenn jemand kommt, dann fährt er auch. Deswegen hier einfach ein Beispiel, dass man, wenn man es richtig macht, weiß, dass es auch hält. Und die Kupplung ist noch die erste. Ja? Jetzt würde ich sagen, gehen wir kurz ab zum Motor, dass ihr einfach seht, hier ist nichts verbaut, kein Ladeluftkühler, kein Ansaugsystem. Es ging hier rein nur um die Software-Sache. Ja? Also, ab zum Motor.
Ja, kommen wir kurz zum Motorraum. Wie ihr seht, ist hier alles Serie, das heißt Luftfilterkasten, Ladeluftkühler, in dem Fall Ansaugsystem. Es ist nichts verändert worden. Es wäre natürlich die Option gewesen, man hätte den Motor dabei noch entlasten können, man hätte noch ein bisschen was kitzeln können, aber es hat so gereicht für Mario, er war so damit zufrieden und ihr habt ja auch gesehen, es kam trotzdem Leistung raus. Natürlich klingt das jetzt ein bisschen unfair, weil man natürlich versucht immer zu sagen, ja, man braucht einen Ladeluftkühler, ja, man braucht dies, man braucht das. Es gibt Autos, wo man es definitiv braucht, sei es wegen mir 335i, N54 etc., N55 genauso, aber es gibt auch Autos, dort kommt gut Leistung raus, wo man sich zum Beispiel den Ladeluftkühler sparen kann. Golf GTI zum Beispiel, Edition 35, die machen auch 360, 370 PS ohne Ladeluftkühler. Von dem her, aber da müsst ihr euch euer eigenes Bild machen und das einbauen, was ihr haben möchtet. Wie ihr seht, ist hier alles Serie. Jetzt bleibst du dran. Machen wir die Klappe schön zu. Einmal Clip. Zack. Dann kommst du gerade mal her. Wir haben hier das Leistungsdiagramm. Da kann ich auch mal ein bisschen drauf bleiben. Beides mal natürlich gemessen bei der Firma Henny in Wernau. Seit langem, beziehungsweise seit über 5 Jahren jetzt unser Partner, wo wir messen gehen. Also da ist nichts irgendwie gedreht oder gefälscht. Ihr seht die rote Linie, jeweils hier Leistung und Drehmoment, ist die Serienmessung bzw. die Eingangsmessung. Die schwarze Linien sind oder ist die Ausgangsmessung. Und ihr seht zum Beispiel hier oben, dass wir hier oben einen leichten Einbruch haben. Das ist gerade thermisch bedingt. Also zum Beispiel mit dem Ladeluftkühler hätten wir hier wahrscheinlich noch ein bisschen kitzeln können. Wir haben ein Drehmomentband, das bis 5.500, ja, über 300 Newtonmeter liegt. Und da muss man sagen, im Vergleich zur Serie ist es natürlich ein deutlicher Unterschied. Und das merkt man natürlich definitiv auch. Mario hat ein Review zu diesem Fahrzeug gemacht, wo er auch schon erwähnt hat, Kupplung etc. keinerlei Probleme. Das Fahrzeug hat jetzt insgesamt knapp 55.000 Kilometer oder 53.000 Kilometer. Mit dieser Software wurden 30.000 Kilometer gefahren, ohne dass irgendwas getauscht werden musste, was in irgendeiner Art und Weise mit dieser Software zu tun gehabt hat. Ja? Er hat es angesprochen, wenn er gerade mal rumkommt, mit dem Thema Bremse. Das ist natürlich eine Thematik, weil mehr Leistung natürlich auch das Fahrzeug schneller beschleunigt. Das heißt, man sollte natürlich auch dementsprechend was verbauen, was eigentlich auch schneller bremst, beziehungsweise was besser bremst. Ja? Hat er mit Scheiben versucht. Er hat es ja erwähnt, es war nicht ganz so glücklich. Manchmal ist es einfach so, das sage sogar ich, dass man oftmals einfach beim Originalhersteller bleiben sollte. Auch wenn dieser natürlich irgendwo von irgendeiner Zubehörfirma fertigen lässt, kann man oft auch ausfindig machen, ATE, Brembo etc. Da muss man halt schauen, was man da verbaut. Aber es macht auf jeden Fall oftmals Sinn, bei der Serie zu bleiben, weil es einfach doch auf dieses Fahrzeug abgestimmt ist. Oder eben eine komplett andere Bremsanlage, größere Scheibe, größeren Sattel mit mehr Kolben, wo einfach auch mehr Druck erzeugt werden kann, zu verbauen. Ja, jetzt würde ich sagen, wir geben mal ab nach hinten. Die einzige Veränderung an der Hardware war ein Mittelschalldämpferersatzrohr. Gell? Und das hören wir uns jetzt an, würde ich sagen. Bis gleich, ab nach hinten. Ja, Soundfile habt ihr gerade gesehen. Jetzt würde ich sagen, noch einen kleinen Abschluss zu diesem Fahrzeug. Wir haben ja einen Vergleich zum Nachfolger auf Mario seiner Seite, in dem Fall Schwabenchecker. Das Fahrzeug wurde gecheckt, sogar gegen ihn. Und wir haben festgestellt, dass er mit Software immer noch oder noch schneller ist. Ja, aber der neue, ich muss ehrlich zugeben, ich mag Dreizylinder nicht wirklich. Ich bin so ein V8-Mensch. Ist richtig geil. Er macht Spaß, er fährt sich gut. Richtiges Go-Kart-Feeling. Sie haben am Fahrwerk schon noch mal ein bisschen was besser gemacht wie bei ihm, obwohl er schon relativ gut liegt, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen, das war's. Kleine Sache zum Thema Leistungssteigerung, Fiesta ST. Wenn jemand Interesse hat, unten
in der Timeline die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer, dann einfach melden. Bis dann. Ciao.